Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Ich darf hier die 9 bis 13 Jahresergebnisse nach schaffreiem Humeruskopfersatz als prospektive Studie vorstellen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, das ist meine Disclosure. Ich beziehe Royalties von Atrix. So, es gibt mittlerweile am Markt eine ganze Reihe, fast 10 verschiedenen Implantathersteller, die alle schafffreie Implantate herstellen. 2005 kam diese Prothese auf den Markt, die als einzige eine Schraubenfixierung hat, wo der Kalottenträger sozusagen an der Epiphyse, auf der Epiphyse verschraubt wird. Und durch diese Kompression kommt es zu einer gleichmäßigen Lastverteilung. Das halte ich für ein wichtiges Konstruktionsprinzip. Ziel unserer Studie war, dass wir klinisch und radiologisch unsere, jetzt kann man fast sagen, Langzeitergebnisse nach 9 bis 13 Jahren vorstellen. Hierzu jetzt unsere Zahlen. Wir haben 87 Patienten in den Jahren 2005 bis 2008 operiert. 40 Fälle waren Hemiprothesen, meistens eben posttraumatisch, 47 Totalprothesen. Mittleres Alter 58 Jahre, Follow-up 128 Monate. 50% der Patienten waren voroperiert. Constant Score und Röntgenbilder waren für das Follow-up notwendig. So haben wir die Zonen eingeteilt, wo wir die Radiolucent Line beurteilt haben und das Stress-Shielding in der AP und in der axialen Aufnahme jeweils 3 Zonen. Die Indikationen, 45 Fälle waren Totalprothesen, 45 Fälle waren Osteoarthritis, also normale Omarthrose, 47 waren posttraumatische Fälle, die drittgrößte Gruppe war die Instabilitätsgruppe und dann ein paar Außenseiter. Wenn wir uns das Gesamtresultat anschauen im Constant Score, prä- und postoperativ im Vergleich, Sie sehen, dass sowohl der relative als auch der absolute Constant Score signifikant verbessert war, ebenso die Subkategorien Schmerz, ADL, Range of Motion und Strength. Wenn wir die Gruppe anschauen, die nur eine Hemiarthroplastik gekriegt haben, das waren 40 Fälle immerhin, Durchschnittsalter 56 Jahre, Follow-up dasselbe. Und hier sehen Sie, dass wir die meisten posttraumatisch hatten, 14% waren Omarthrosen und der Rest verteilt sich. Auch hier sehen Sie im Constant Score, alle Kategorien haben sich signifikant verbessert. Ich kann das jetzt schnell durchgehen. Wenn wir die Totalprothesen anschauen, ungefähr wieder selbes Ergebnis, 47 Fälle, Durchschnittsalter 59 und so weiter. Die Ergebnisse im Constant Score, 87 im relativen Score, 67, also auch hier signifikante Verbesserung. Wenn man die beiden Gruppen vergleicht und fragt, gibt es da eine, die besser ist, sind die Hemis besser als die Totals, gibt keinen Unterschied. Hat sich hier kein Unterschied ergeben, auch in den Subkategorien nicht. Die sind gleich gut oder gleich schlecht, wie Sie sagen wollen. Wenn wir die radiologischen Ergebnisse anschauen auf der Humerusseite, wir hatten keine einzige Lockerung. Wir haben in 8% Radiolucent Line um die 1 mm, 5% bei den Hemis, 8,5% bei den Totals. Stress-Shielding haben wir nicht gesehen. Was wir gesehen haben, ist, dass die Humerusköpfe nach oben gehen, Humeral Head Migration, vor allen Dingen in der Hemiprothesengruppe. Sie sehen hier rechts ein Beispiel, 2,8 auf 2,18, das geht hoch. Wenn man die Pfannenseite anschaut, dann haben wir gesehen bei den Hemiprothesen, dass die alle in so eine Art Klinoidwehr kriegen. Das heißt, der Gelenkspalt verschmälert sich, das geht auf den Knochen sozusagen. Aber von diesen war keine einzige Revision nötig aufgrund dieser Erosion. Bei den Totalprothesen sind die Probleme größer. Bei den zementierten Pfannen haben wir gesehen, dass in 36% der Fälle Radiolucent Line aufgetreten sind. In 45% haben wir den PE gemessen, den PE-Wert dadurch gemessen, dass wir den Abstand zwischen Knochen und
Prothese gemessen haben und wir haben gesehen, bei den Zementierten sind 7,4% locker geworden. Bei den zementfreien Pfannen, das war noch die alte Generation, die modular war und die eine hohe Komplikationsrate hatte, PE wäre 15% und 25, also jede vierte ist revidiert, also ist locker geworden. Dieses Implantat ist nicht mehr auf dem Markt. Was haben wir als allgemeine Komplikationen? 1,2, also es war ein Fall, hat eine späte Infektion gehabt. Wir haben in 18% Manschettendefekte. Davon waren 7,5% bei den Hemis und 27% bei den Totals. Die Revision zu einer inversen Prothese in 12%, die Hemis zu 5, die Totals zu 19. In 8% der Fälle konnte man bei den Totals einfach nur die Klinoidkomponente wechseln. Insgesamt haben wir, aber das ist, glaube ich, implantatspezifisch, eine höhere Revisionsrate bei den Totalprothesen. Kommen wir zur Diskussion. Tessier, der Entwickler der Testprothese, die schon seit 2003 auf dem Markt ist, hat jetzt in Paris ein Follow-up bei 48% mit 134 Monaten, also auch gute 11 Jahre. Er hat auch kein Loosening gehabt. Aber er sieht radiologische Loosened Line in praktisch in allen Zonen zu einem gewissen Prozentsatz. Und das muss man sich anschauen. Die Gruppe von Gallagher, das ist eine neue Arbeit aus England mit zwar noch einem kurzen Follow-up von 3 Jahren, aber 100 Prothesen konsequent bei Omarthrose, kein Loosening, aber in den verschiedenen Zonen auch wieder verschiedene Anteile an radiolucent lines und das zeigt sich in einer dritten Arbeit auch. Heuberer, das ist die Arbeitsgruppe von Anderl aus Wien, hat mit einem Follow-up von, also bei 53, das sind 73 Patienten, hat er Röntgenbilder gemacht und hat sie postoperativ, Short-Term und Mid-Term, also nach 58 Monaten verglichen und er hat eben verschiedene Ausmaße an radiolucent lines gesehen und hat aber gesehen, das hat funktionell überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das macht kein Problem. Und da will ich in diesem Zusammenhang auf die Arbeit von Hudek aus der Arbeitsgruppe Gohlke hinweisen, der eben gesagt hat, dass es eine metaphysäre Stressabstimmung und relative Tuberkulo-Osteopenie nach Schaffer-Arthroplastik als radiologisches Problem ist. Und dieses Problem ist, weil es eine Streustrahlung gibt, das ist der Compton-Effekt, sodass das hier eher ein radiologisches als ein klinisch echtes Problem ist. Auf eine Arbeit von Scheibel möchte ich hinweisen, er hat 21 Fälle mit einer metaphysär verankerten Prothese und 18 mit der Eclipse-Prothese, die epiphysär ist. Und da sieht er eben, dass bei den Metaphysären es zu einer Osteolyse, einer Subsidence medial am Kalka kommt. Und er führt es darauf zurück, dass hier keine konstante Randbelastung über die Epiphyse erfolgt, sodass hier eine Art Stress-Shielding gerade am medialen Kalka erfolgt. Als Zusammenfassung, wir haben gute Funktionsergebnisse nach durchschnittlich 11 Jahren. Wir haben keine implantatspezifische Komplikation der Eclipse gesehen. Die Loosened Line korrelieren nicht mit dem funktionellen Ergebnis, kein Stress-Shielding. Ursache eben, weil wir glauben, wir haben hier eine physiologische Krafteinleitung. Ich danke für Ihr Interesse. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Peter, für die schöne Darstellung und vor allen Dingen auch für die Langzeitergebnisse. Immerhin 11 Jahre, das zeigt ja doch, dass wir jetzt schon in einen Bereich reinkommen, wo es wirklich dann auch spannend wird. Haben Sie Fragen? Ich habe nur eine Frage. Es ist doch erstaunlich, dass die die Hemiprothesen doch quasi die gleichen Ergebnisse haben wie die Totalprothesen. Für mich war es immer so, Hemiprothese macht vermehrten Glenoidbelastung, Glenoiderosion und die kriegen Schmerzen und werden irgendwann schlechter, ist aber bei dir nicht zu sehen gewesen. Wie erklärst du dir das? Ja, das kann man, glaube ich, gut erklären. Wir vergleichen hier zwei verschiedene Erkrankungsformen. Die Omarthrose, das ist meistens eine entzündliche Arthritis. Während die posttraumatische Arthrose, das ist eine Arthrose meistens ohne Entzündungsfaktor. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Eine Omarthrose ist krank, das ist ein krankes Schultergelenk, das ist eine weiche Pfanne,
mit einer hohen synovialen Aktivität. Das sehen Sie bei der posttraumatischen nicht. Und da, glaube ich, vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Haben Sie weitere Fragen? Gut, Peter, dann vielen Dank. Dann machen wir weiter.